Guten Morgen. Ja, meine Damen und Herren, ich habe auch so einen Titel, den schreibt man auf, wenn man gefragt wird, was sagen wir denn? Und ich habe dann gesagt, naja, digitale Transformation, das hört sich immer gut an. Aber bei Licht besehen guckt man drauf und sagt, was ist denn eigentlich digital? Digital ist doch heute Luft. Es ist überall. Digital ist alles. Also von daher passe ich den Titel mal ein wenig an und sage, wir reden nicht über die Transformation, wir reden schlicht und ergreifend über die Anpassung an die Wirklichkeit. Ich selber bin seit vielen Jahren in diesem Geschäft, 1990 habe ich angefangen, immer auf der Fachzeitschriftenseite. Das macht mich hier auch ein wenig exotisch heute. Und heute arbeite ich beim Ebner Verlag in Ulm. Das ist ein Unternehmen, was die meisten von Ihnen nicht kennen werden. Deswegen ganz schnell einige Fakten zu uns. Wir sind ein Special Interest und Fachmedienhaus. Wir machen nebenher noch Verzeichnismedien. Wir machen Events für 25.000 Leute im Jahr. Wir haben Content Marketing Services und wir lassen eine ganze Reihe von E-Commerce Shops laufen. Insgesamt haben wir hier, nein, nicht hier, haben wir in Deutschland 9 Standorte, international haben wir 11. Das ist alles nicht wichtig, meine Damen und Herren, darauf will ich auch nicht länger rumreiten. Das Einzige, was wichtig ist, ist dieses, nämlich, dass wir ein Nischenverlag sind. Wir kümmern uns um eng umgrenzte Zielgruppen, wir haben es mit ganz klar definierten kleineren Bereichen zu tun. Mit Gitarristen, mit Grafikern, mit Feuerwehrleuten, mit Uhrenliebhabern oder auch mit Caterern oder Druckern. Das heißt, wir kümmern uns um Nischenthemen. Es wurde eben schon gesagt, 2011, 2012 mussten wir uns einige Gedanken machen, womit wir denn eigentlich so zu tun haben. Das haben wir dann gemacht und wir mussten glasklar uns eingestehen, dass unser ganzes Denken um das Produkt herum strukturiert ist. Alles war entsprechend gebaut, alles drehte sich um das Magazin. Das ist ja ganz nett, aber eigentlich geht es nicht um das Produkt, es geht um die. Es geht um die Zielgruppe. Und das war damals der große Knackpunkt. Wir mussten erkennen, wir kümmern uns ums Produkt, aber es geht eigentlich um die Zielgruppe. Und vor dem Hintergrund haben wir uns gefragt, was ist denn unser wirkliches Asset, das wir haben? Und wir haben für uns definiert, wenn es nicht das Produkt ist, dann muss es ja etwas anders sein. Und für uns ist es der Zugang zu spezifischen Zielgruppen. Und wie erreichen wir den? Über Inhalte. Inhalte sind der Dreh- und Angelpunkt all dessen, was wir tun. Das ist der Schlüssel, um unsere Zielgruppen überhaupt zu erreichen. Gut, holen wir aber dann genügend aus diesen Inhalten raus? Die Frage haben wir uns damals gestellt, ist das hinreichend, was wir tun? Und die Antwort mag Ihnen diese einfache Grafik geben. In der Mitte finden Sie die Kernzielgruppe, drumherum die erweiterte Zielgruppe, in dem Fall im amerikanischen Markt die Uhrenaficionados, die sich für hochwertige Luxusuhren interessieren. Wir befeuern die mit unserem Titel von New York aus Watchtime und mit unserem Portal watchtime.com. Wir erreichen eine ganze Menge Leute, das ist auch sehr schön. Leider Gottes erreichen wir einen großen Teil nicht. Und das ist der andere Teil dieser Grafik. Und wir nennen diesen Teil der Zielgruppe, den wir nicht erreichen, die weiße Zielgruppe. Jetzt werden Sie sagen, mein Gott, das ist ja wahrlich nichts Neues. Auch wir erreichen mit unseren Produkten nicht jeden, den wir erreichen wollen. Es geht nicht ums Produkt. Es geht um den Content, um den Inhalt selber. Ich versuche das an diesem Beispiel zu erläutern. Sie sehen hier ein Inhaltsverzeichnis unserer Zeitschrift Page. Dieser Mann ist ein Abonnent, der zahlt 120 Euro im Jahr für 12 Ausgaben und liest in dieser Ausgabe diesen Artikel und diesen Artikel. Er liest aber dummerweise diese 4 Artikel nicht. Warum ist egal? Keine Zeit, keine Lust, das Thema interessiert ihn nicht in diesem Moment. Er liest sie nicht. Wenn ich das anwende auf das Prinzip der weißen Zielgruppe, dann ist dieser Abonnent Leser für 2 Stücke, die wir ihm liefern. Er ist nicht Leser für diese 4 Stücke, die wir ihm liefern. Das bedeutet, selbst der Abonnent, der für uns bezahlt, ist für diese Inhalte Teil der weißen Zielgruppe. Warum können Verlage eigentlich damit leben, Inhalte zu produzieren, die dann doch wieder nur teilweise wahrgenommen werden? Weil sie nach diesem Modus arbeiten. Das ist der klassische Verlagsmodus, Print and Forget, das bedeutet, ein Produkt wird gestaltet, es wird distribuiert und dann ist der Job ja erledigt, dann geht es auf zum nächsten. Ob das der beste Weg ist, mit dem Wichtigsten, was wir haben, nämlich mit den Inhalten, die wir produzieren, umzugehen, haben wir dann massiv in Zweifel gezogen. Warum ist das übrigens so? Es ist deswegen so. Was Sie da sehen, erschließt sich Ihnen sofort, das ist die Erregungskurve der Heftproduktion. Zu dem Moment, wo alles fertiggestellt werden muss, kommt alles in eine gewisse Wallung, rennt durcheinander, spricht durcheinander, springt durcheinander. Es kommt die höchste Hektikphase, alles wird last minute fertiggestellt, abgegeben, geht rüber in die Produktion und dann fällt das Ganze, der ganze Apparat wieder zurück in eine etwas entspanntere Haltung.
Wir nennen das deswegen den Delfinsprungmodus, weil es ähnlich ist wie dieses possierliche Tierchen. Alles springt aus dem Wasser, guckt sich einmal um, stellt fest, fremde Welt und dann wieder zurück ins warme Wasser, um dort weiterhin in aller Ruhe vor sich hinzuschwimmen. Wir halten das für eine gigantische Verschwendung wertvoller Energien, diese ganzen Arbeiten, die da oben stehen, werden gemacht, ohne dass es mehr als einen einzigen Schuss im Normalfall mit sich bringt. Das ist ja ganz possierlich, wenn das Tierchen springt. Allerdings reicht das nicht, um die Zukunft zu gewinnen. Dafür muss das Delfinchen lernen zu fliegen. Es ist nichts mehr mit zurück in das warme Wasser und in aller Ruhe dort unten wieder vor sich hinschwimmen, bis der nächste Sprung kommt. Dieser Modus des Print and Forget ist unserer Meinung nach ein Modus der Vergangenheit. Wir haben gesagt, wir müssen unsere Inhalte recyceln. Wir haben es vor einigen Jahren Write and Reuse genannt. Mittlerweile machen wir ja Audio, wir machen Video. Also nennen wir es Produce and Market It. Es klingt einfach, meine Damen und Herren, aber kann das in einem Verlag, der traditionell und zeitschriftenorientiert ist, so ohne weiteres stattfinden, mit eher nachrichtlich orientierten Redakteuren? Die Antwort können Sie sich jetzt selber geben. Für uns war die Antwort, nein, das geht nicht. Wir mussten die Strukturen ändern und wir mussten damit auch das Denken ändern. Sie wissen, das gehört zu den schwierigsten Aufgaben überhaupt. Und ich gehe jetzt mit Ihnen durch einige der Learnings, die wir in diesem Prozess gezogen haben. Wohlgemerkt, immer vor dem Hintergrund, wir sind ein Nischenverlag. Erstes Learning, keine Innovation in alten Strukturen. Wir haben alles auseinandergenommen und haben es neu zusammengesetzt. Wir haben die Zielgruppe in das Zentrum genommen, wir haben das Produkt aus dem Zentrum entfernt. Wir haben heute Zielgruppeneinheiten statt Produkteinheiten. Wir haben das, was früher mal Verlagsleiter genannt worden wäre, heute als Zielgruppenmanager. Das klingt so, als wenn wir ein paar Worte verschoben hätten, aber das ist was ganz anderes. Zielgruppenmanagement bedeutet, diese Menschen haben die gesamte Palette in ihrem Aufgabenbereich. Das ist Print, das ist digital, das ist Social, das ist Event, das ist Educational. Egal, wie Sie die Zielgruppe erreichen, Ihr Job ist es, sie zu erreichen und zu monetarisieren. Wir haben da natürlich neue Strukturen, neue Hierarchien geschaffen, viele neue Leute an Bord geholt. Und wir haben in der Stunde 0 eins gemacht. Wir haben 25 Leute rausgezogen aus den Redaktionen und haben gesagt, dein Job ist ab morgen ein anderer. Du bist kein Redakteur mehr, du bist ab morgen Transaction Editor. Und wir haben ihnen dann eine ganze Reihe von Ausbildungsmaßnahmen gegeben. Wir haben sie nach Amerika geschickt zur Ausbildung. Wir haben sie in-house permanent geschult, permanent gepampert. Es wurde auch sehr deutlich, dass diese 25 Leute einen anderen Status haben. Die waren dann in den einzelnen Einheiten embedded, diejenigen, die die neue Entwicklung nach vorne getrieben haben. Sie waren, wenn Sie so wollen, unsere Special Operation Force, die wir in den Redaktionen platziert haben. By the way, warum Transaction Editor? Weil es deren Job ist, Transaktionen auszulösen. Transaktionen können sein, einfach die Nutzungstiefe dramatisch zu erhöhen, dafür zu sorgen, dass die Vielfalt an Content, die wir haben, auch hinreichend genutzt wird. Es kann sein, für Free-Downloads zu sorgen, damit wir Leads generieren können. Es kann sein, und das ist die Königsklasse, Produktverkauf anzutriggern, damit dieses auch tatsächlich passiert und zu Umsatz führt. All das sammelt Adressen, die wir dann im weiteren Marketingprozess verwenden können. Zweites Learning, meine Damen und Herren, diese Zielgruppen, mit denen wir es zu tun haben, und wahrscheinlich auch Ihre, haben eine ungemein hässliche Eigenart. Die wollen nämlich keine Anzeigen. Kein Mensch kauft Medienprodukte, um die Anzeigen zu konsumieren, vielleicht die Ausnahme der Vogue mit der September-Ausgabe. Ansonsten werden Medienprodukte gekauft, um Information, um Entertainment oder von mir aus Education zu bekommen. Aber nicht, um die Anzeigen zu konsumieren. Solange sie eingebunden waren, wurden sie akzeptiert. In dem Moment, wo die Anzeigen in einem anderen Format, siehe die Adblocker-Diskussion, laufen, werden sie gerne eliminiert. Das bedeutet aber auch, dass man sich darüber klar sein muss, dass Anzeigen letztendlich nur reisen können. Das ist wie mit Bussen. Busse sind gebaut, um Sie oder mich von A nach B zu transportieren. Die sind nicht gebaut, um diese Anzeige auf der Seite zu haben. Busse sind gebaut, um Menschen zu transportieren. Und die Anzeige kann man draufkleben, das ist ein schöner zusätzlicher Verdienst für die Busgesellschaft, aber das ist nicht die raison d'être des Busses. Ähnlich wie mit Bussen ist es mit unseren Medien. Unsere Medien müssen Informationen, Entertainment, Education transportieren. Anzeigen können in diesem Kontext reisen. Mehr können sie nicht. Wenn wir die also in den Mittelpunkt all unserer Überlegungen stellen, werden wir unter Umständen ein Problem bekommen. Das heißt für uns Produktzentrierung nein, Zielgruppenzentrierung ja. Es ist wichtig, Menschen in der Zielgruppe zu erreichen, es ist nicht wichtig, wie. Magazin, natürlich, wunderbar, aber es gibt auch Facebook, ja, es gibt Newsletter, es gibt Pinterest, es gibt Soundcloud in unseren Musikbereichen, es gibt alles Mögliche, die Kanäle sind vielfältig. Und obwohl wir
jeden Tag irgendwo auf der Welt eines drucken. Bin ich rumgegangen in unseren Einheiten und habe gesagt, liebe Kollegen, wir produzieren keine Magazine. Dann haben die mich angeguckt und haben gedacht, jetzt dreht er endgültig durch. Ich habe gesagt, nein, wir produzieren Content. Und Magazine sind eine Möglichkeit, Content zu distribuieren. Mehr ist es nicht. Es gibt zig andere Möglichkeiten, aber das Wesen dessen, was wir tun, ist die Inhaltproduktion. Und das Magazin ist ein Channel, ist eine Verbreitungsmöglichkeit. Deswegen, wir produzieren keine Magazine, wir produzieren Content. Dann haben wir unseren Leuten gesagt, bitteschön, analysiert die Zielgruppen. Guckt euch genauestens an, was die Leute im Google-Umfeld suchen. Das kann man heute wunderbar analysieren. Es gibt genug Tools da draußen. Wir nutzen Searchmetrics, mit der wir permanent gucken, welche Fragen, welche Bedürfnisse haben die Zielgruppen. Gleiches gilt für Social Media. Auch dort permanent gucken, was wollen die Leute wissen, was interessiert sie. Schließlich ein Rätsel, dass das noch nicht alle Verlage so ausführlich tun. Analysiert bitte die E-Commerce-Plattformen um uns rum. Denn das ist mit der Hauptwettbewerber um die Aufmerksamkeit, mit dem wir es zu tun haben. Denn die E-Commercer machen ja heute nicht nur über Content Marketing Informationsweitergabe, die haben gleich die Produkte. Das heißt, die befriedigen noch ein bisschen mehr als wir, denn die können dann gleich sagen, okay, ich habe das auch, was du suchst und ich mache das jetzt auch für dich, ich erledige das. Influencer, ein ewiges Hype-Thema, aber nichtsdestotrotz ganz, ganz wichtig. Da draußen sind halt Menschen, die Einfluss haben, die Themen vor sich hertreiben und wenn wir die ignorieren und nicht damit umgehen, dann treiben die sich halt an uns vorbei. Und schließlich erstelle Personas. Keine Zielgruppe ist homogen, auch nicht in unseren Nischen. Jede Zielgruppe besteht aus Untersegmenten. Mach dir die bitte transparent. Überlege, wie die aussehen. Formuliere das für dich, damit du sie klar vor Augen hast, damit du dann diese Subsegmente auch dezidiert ansteuern kannst. Sechstes Learning. Liste die Touchpoints. Ja, das ist alter Kaffee, ich weiß. Multiplatform Publishing, bla bla bla, sagt jeder. Aber überlegen Sie mal, wer es wirklich macht. Wir haben unseren Leuten deswegen diese Channel-Matrix gegeben und wir haben gesagt, schau, hier sind die ganzen Kanäle, die du zur Verfügung hast, um deine Zielgruppe zu adressieren. Und das sind wahrlich eine ganze Menge, ohne Anspruch auf Vollständigkeit übrigens. Und schau, auf der anderen Seite hast du die verschiedenen Inhalte, die du nutzen kannst, um wiederum diese Channel zu befüllen. Und wenn du dir darüber Klarheit verschaffst, das wirst du erkennen, vieles passt an vielen Stellen, nicht alles passt überall. Aber du kannst deine Inhalte nutzen, mehrfach nutzen, recyceln, reuse them. Und schließlich haben wir dann gesagt, wenn du schon die Channels hast, dann bitte nutze deine Inhalte und erschließe dir die Kraft der MIUs. Sagt Ihnen jetzt auf Anhieb nichts, das sind Minimum Information Units. Minimum Information Units sind die kleinsten Einheiten im Informationskontext, die Sie haben, die für sich selber verständlich sind. Also zum Beispiel Grafiken oder auch Bilderserien oder kleine Schnipsel aus den Texten, die für sich selber sprechen, die man als solche verstehen kann. Jedes Contentstück kann in seine MIUs zerlegt werden. Wir machen das bei uns als Standardprozess im Workflow. Die Amerikaner nennen das Content Atomization. Um das nicht ganz so nebulös sein zu lassen, hier ein ganz konkretes Beispiel, ganz primitives Beispiel. Das ist ein Artikel aus einer unserer Zeitschriften. So fängt der an, dann geht es rüber in die erste Doppelseite und da unten steht als Abstract Nummer 1 die erste MIU. Sobald wir diesen Abstract haben, können Sie den über Facebook, über Ihren Newsletter oder auch über Ihre Homepage publizieren. Sie müssen nicht warten, bis das Gesamtkunstwerkartikel fertig ist. Und Sie werden es erwarten, auf der nächsten Seite steht gleich die nächste MIU, die ist hier. Die können Sie am nächsten Tag publizieren über die Kanäle. Auf der Seite finden Sie wiederum eine fantastische Checklist, die die Arbeit wirklich erleichtert. In dem Moment, wo Sie die fertig haben, raus damit auf die Homepage stellen, gegen Leads zum Download anbieten. Denn das ist eine wirkliche Arbeitshilfe für Agenturmitarbeiter. Auf der nächsten Seite, surprise, surprise, die dritte Abstract gestrickte MIU. Und auf der vierten Seite kommt noch einer. Haben Sie schon 4 Tage, die Sie über Ihren Newsletter etwas rausgeben können. Am Ende ein Interview mit einer Frau, die was zu sagen hat. Auch dieses in der Sekunde, wo es fertiggestellt ist, publizieren. Sie müssen auch hier nicht warten, bis das ganze Werk fertig ist. Mit dieser primitiven, oberflächlichen Draufsicht, wenn Sie tiefer in den Text gehen, sind noch viel mehr MIUs enthalten. Aber mit dieser oberflächlichen Aufsicht sind mindestens 10 MIUs in diesem Artikel vorhanden. Hoffentlich mehr, denn wenn Sie es richtig gemacht haben, haben Sie das Interview hoffentlich gefilmt, was wir von unseren Leuten verlangen, und zwar mit dem Smartphone, das reicht völlig. Sie schneiden die 3 wesentlichen Antworten raus, haben ein Video, und wenn Sie Video haben, haben Sie Audio. Und wenn Sie dann die Channels haben und wenn Sie die Inhalte haben, die Sie distribuieren können, dann haben wir gesagt,
dann ist es Embedded Marketing-seitig Aufgabe der Redaktionen, das auch umzusetzen. I'm very sorry for that, aber es ist der Job des Redakteurs, eine möglichst große Reichweite zu erzielen. Das ist das, was wir bei uns verankert haben. Wir haben gesagt, es ist doch Unsinn, dass die Redaktion dem Marketing-Onkel erzählt, was er der Öffentlichkeit erzählt. Das kann die Redaktion gleich selber machen. Wir haben die Marketing-Onkels nicht mehr. Dafür haben wir wesentlich mehr Redakteure. Und wenn die Redaktion das richtig macht, dann erreicht sie ihre Zielgruppe nicht nur über das Magazin und über das Portal. Dann erreicht sie die hoffentlich über den Newsletter, den sie haben, über Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing. Sie können die Blogs Dritter mit benutzen, indem sie Content Syndication mit denen vereinbaren. Im B2B-Bereich können Sie Company-Homepages nutzen, denn die brauchen auch Inhalte, mit denen arbeiten wir zusammen. Sie können Instagram, Amazon, Twitter, Pinterest oder PR-Portale nehmen. Die Liste ist nicht vollständig, Sie können die gerne erweitern. Entscheidend ist, wenn Sie diesen Multi-Channel-Zugang haben, dann ist die weiße Zielgruppe nicht mehr so weiß, wie sie einmal war. Und das ist das, wo wir hinwollen. Wir müssen nämlich so viele Menschen wie möglich erreichen. Und der alte Modus Print and Forget ist bei uns längst ersetzt durch den Modus Produce and Market It. Und der Job endet nicht. Es tut mir dann leid für unsere Redakteure vielleicht, aber mittlerweile finden sie das auch ganz charmant. Der Job endet nicht, wenn der Inhalt veröffentlicht wurde, dann beginnt er erst. Wir schreien unseren Leuten also diese 6 Dinge entgegen und am Ende sagen wir auch bitte miss, damit wir wissen, was das Ganze mit sich gebracht hat. Denn wir sagen, es ist nicht hinreichend, ein Heft zu füllen oder eine Seite zu füllen. Das reicht nicht. Das ist zu wenig, das ist kein Ziel, das ist Phänomenologie. Content muss Ziele erfüllen. Wir haben unseren Leuten 3 vorgegeben, sie können viel mehr definieren. Wir haben 3 vorgegeben. Das eine Ziel ist größtmögliche Reichweite. Das zweite ist Visibility, eine reine SERP-Performance-KPI. Das bedeutet, Sie wollen auf die Seite 1 von Google möglichst weit nach oben. Oder das dritte wäre, Conversions zu generieren, sei es Lead, Newsletter-Subs generieren oder tatsächlich Sales triggern. Wesentlich Inhalte ohne konkrete Zielsetzung sind in unserem Verlag Ressourcenverschwendung. Wenn ich messen kann, kann ich nachsteuern und weiß, was ich tue. Schließlich haben wir dafür, um einen Link zu unseren Zielgruppen zu bekommen, eigene Plattformen kreieren müssen. Deswegen haben wir E-Commerce-Plattformen gebaut. Wir betrachten uns heute als shop-zentrierten Verlag. Das heißt, im Mittelpunkt all dessen, was wir stehen, steht der Shop. Drumherum gruppieren sich unsere Medien. Durch den Shop können wir alles verkaufen, was wir haben. Das geht los beim Abonnement, da freuen wir uns am meisten. Und wir verkaufen auch die meisten Abos mittlerweile über die Shops. Die Einzelhefte bis hin zu Reisen, Event-Tickets oder auch Merchandising-Produkten. Das ist also ein Content-Marketing-Effort, den wir fahren, um über unsere Medien Interaktion mit dem Nutzer auszulösen. Und schließlich haben wir dann gesagt, bitte nutze die Kraft der kontextuellen Relevanz. Das ist ein Traum. Auf dem 64. Stock eines Wolkenkratzers in Downtown Bangkok. Da sitzen Sie völlig im Freien, nachts um 1, 30 Grad. Unter Ihnen brodelt diese Metropole. Die Drinks sind ein Traum. Das Essen ist fantastisch. Die Bedienungen sind nicht von dieser Welt, die kommen aus Modelkatalogen. Ein Traum. Das Problem ist, es interessiert Sie einen Dreck. Sie sind nämlich nicht in der Situation, heute nach Bangkok zu kommen, höchstwahrscheinlich, nehme ich an, morgen wahrscheinlich auch nicht. Sie sind weder in dem Kontext, noch hat deswegen diese Information über einen der schönsten Plätze dieser Welt Relevanz für Sie. Sie sind völlig egal. Sie sind in Wien. Also wenn Sie irgendwo hinwollen, gehen Sie von mir aus in die Rote Bar. Soll auch ganz nett sein. Darüber könnte man vielleicht ein bisschen reden, aber Vertigo ist für Sie völlig ohne Relevanz. Was machen wir in den Medien? Wir dröhnen die Leute zu mit Informationen, die keine Relevanz haben. Wahlloser Griff, hier mal in den Spiegel rein. Oben, Montblanc-Werbung, teure Uhr, nice life, das ist richtig schön, im Hintergrund der Hubschrauber vorne, Hugh Jackman, das ist das schöne Leben, Kontext, Massenmörder der ISIS, einer der Monster der Paris-Attentate, hier, anderes Beispiel, in die Bunte reingegriffen, selten dämliche Anzeige von C&A, Today's Look ist festlich, weiß auch nicht, wer darauf kommt, aber egal, so steht sie halt da, geht darum, kauft ihr neue Klamotten für diese Partysaison, geht es ja auch irgendwie um Fun, Kontext, Beerdigung von Helm Schmidt. Hier ein Beispiel aus der Tagespresse in der Region, wo ich lebe. Furchtbarer Unfall, ist ein Mensch vor einen Baum gefahren, ist in dem Auto verbrannt. Furchtbar. Die unvermeidliche Bilderserie, können Sie durchklicken. Mittendrin die Aufforderung, kauft ihr nochmal ein neues Auto. Ein Renault oder vielleicht auch ein Jeep. Passt ziemlich gut, finde ich. Dann geht die Bilderserie weiter. Weiter in diese furchtbaren Bilder. Und wenn Sie dann fertig sind damit und hinreichend geschockt sind, dann kommt auch noch unten ein Pop-up rein. Auch interessant, Ford Focus.
Wahrscheinlich, weil die Bauform des Autos ziemlich der entspricht, der da verkohlt von dem Baum hängt. Da fragt man sich, was soll das eigentlich, derartig relevanzlose Botschaften drüber zu schicken und sich dann zu wundern, dass keine Resonanzen erfolgen. Wir versuchen das ein bisschen anders zu machen. Hier eine Homepage von uns, Panerai, eine Luxusuhrenmarke. Der Artikel ist da drüber, direkt da drüber steht das Widget, was sagt, wir haben übrigens auch einen Test genau über diese Uhr. Hier ist der Call to Action, brauchst nur drauf zu drücken, dann kannst du das runterladen. Oder hier die Homepage von Gitarre und Bass, die muss so aussehen, ist für Musiker, ist hier über Joe Satriani. Wenn Sie auf den Artikel gehen, dann sehen Sie direkt oben drüber das Widget, wo steht übrigens darüber, worüber wir schreiben, haben wir auch einen Test. Den kannst du runterladen. Wir schreiben nämlich über diese wunderbaren, hier spektakulär dargestellten Widgets, mit denen die Gitarristen ihren Sound verändern, und unten drunter nochmal das Widget, was sagt, also bitteschön, hier kannst du dir den Test dazu herunterladen. Wir haben zwischen unserer Website und unserem Shop einen Algorithmus geschaltet, der dafür sorgt, dass die Shop-Produkte dann ausgespielt werden. Das geschieht in Realtime, wenn auf der Website ein passender Content dazu existiert. Über diesen Mechanismus spielen wir um die 5 Millionen Botschaften im Monat aus. Wir können dann von der Website rüber pushen in Social Media bzw. in den Newsletter. Alle drei Outlets haben das Sinn, Traffic zurück in den Shop zu jagen, um dann dafür zu sorgen, dass Interaktion entsteht. Alles verbunden über die Salesforce. Entscheidend ist das da oben. Das System funktioniert, das Widget-System hat eine Conversion Rate von 17%. Das bedeutet, 17% derjenigen, die darüber bei uns auf den Shop kommen, die kaufen tatsächlich. Ja, warum machen wir das Ganze, meine Damen und Herren? Weil uns dieses Bild einfach nicht gefallen wollte. Das ist die normale Entwicklung einer Printauflage. Leider Gottes, so unangenehm wie das ist eindeutig die falsche Richtung. Das geht nicht nach oben, das geht nach unten. Und deswegen muss man dem was entgegensetzen, um nicht in den Zielgruppen, in denen wir agieren, an Validität zu verlieren. Und natürlich ist das Digitale, und da ist das Wort wieder, ist doch heute allgegenwärtig und von daher ganz wesentliches Instrument. Wir können über die Newsletter sehr gut agieren, Social Media, dann die Downloads digitaler Produkte, die wir über die Reuse-Mechanismen mehrfach und mehrfach verwenden, und schließlich die physischen Produkte, die wir hinten dran stöpseln. So haben wir mit möglichst vielen Menschen in der Zielgruppe Kontakt und kommen auch wieder dazu, dass wir eine hinreichende Reichweite insgesamt generieren können. Hier Echtzahlen, um zu zeigen, dass es tatsächlich funktioniert. Das ist unsere Zielgruppe, ein Graphic Design. Sie sehen, nachdem das System sich eingerüttelt hat, geht es sauber nach oben. Unten im roten Kasten, das blaue, sind die Printreichweiten. Und Sie sehen auch an dieser kurzen Grafik, dass die Traffics aus allen möglichen Richtungen kommen, die Sources also mannigfaltig sind. Es ist wie immer im Leben, und da unterscheiden sich Verlage auch nicht vom allgemeinen Marketing. Du musst oben in den Trichter möglichst viele einfüllen, um sie dann nach unten durchzukonvertieren, damit dir relativ wenige da unten ihr Geld geben. Das ist nun mal das System, wir nennen das den Kaufhauseffekt. Das ist wie bei denen, die brauchen am Wochenende 100.000 im Laden, um an 10.000 was zu verkaufen. Sind nur 10.000 im Laden, werden sie halt auch nur an 1.000 verkaufen können. So einfach ist die Welt. Und wie das dann alles passiert und was wir da im Einzelnen machen, das ist dann ein anderer Vortrag, denn der dauert ja nur 20 Minuten. Ich danke Ihnen.